Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die vielen Freudenfeiern über den Gewinn der dritten Fußball-Weltmeisterschaft einer deutschen Mannschaft sind überschattet von Unfällen mit mindestens 4 Todesopfern und schweren Ausschreitungen in einigen Städten. Auf der Reeperbahn lieferten sich 300 bis 500 rechtsradikale Skinheads Prügeleien mit der Polizei. 54 Beamte wurden verletzt, einige davon schwer. Die Polizei nahm mindestens 40 Randalierer fest. Vor der Davidswache flogen Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper. Eine Gaststätte wurde zerstört und mehrere Geschäfte geplündert. Erst morgens um 3 kehrte Ruhe ein. Im Lustgarten in Ost-Berlin verfolgten tausende DDR-Bürger das Spiel. In der Nacht dann gingen auf dem Alexanderplatz Scheiben zu Bruch. Dort kam es auch zu Übergriffen auf Ausländer. Zu friedlichen Freudenfeiern strömten Hunderttausende auf die Straßen. In allen größeren Städten wie hier in Köln ruhte der Verkehr. Aus Albanien sollen noch im Laufe des Tages die ersten Botschaftsflüchtlinge ausgeflogen werden. Nach offizieller Darstellung haben 51 Personen, die während der vergangenen Tage in der tschechoslowakischen Vertretung Zuflucht gesucht haben, gültige Ausreisepapiere erhalten. Sie werden nach Prag gebracht. Insgesamt halten sich etwa 5000 Personen in diplomatischen Vertretungen auf, was in den Missionen zu katastrophalen Verhältnissen geführt hat. Für die etwa 3000 Flüchtlinge in der überfüllten bundesdeutschen Botschaft hat sich die Lage noch nicht verbessert. Es sei jedoch über Nacht niemand dazugekommen, hieß es heute Morgen. Die Bundesregierung hofft, dass der gestern angekommene UN-Vertreter mit Erfolg vermitteln wird. Das Auswärtige Amt will ebenso wie die anderen betroffenen EG-Länder erreichen, dass die albanischen Staatsbürger mit Pässen bald in ein Land ihrer eigenen Wahl ausreisen können. Die Behörden in Tirana haben versichert, dass kein Albaner, der die ausländischen Vertretungen verlassen würde, Nachteile befürchten müsse. Im texanischen Houston will sich Präsident Bush noch vor der Eröffnung des Weltwirtschaftsgipfels mit dem französischen Präsidenten Mitterrand und Bundeskanzler Kohl treffen. Wahrscheinlich geht es bei dieser Unterredung um Hilfeleistungen für die Sowjetunion. Damit wird sich auch der Weltwirtschaftsgipfel eingehend beschäftigen. Der ehemalige Prager KP-Chef Stepan ist heute zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Die Anklage hatte Stepan Amtsmissbrauch und Anstiftung dazu vorgeworfen. Das Wetter wechselnd bewölkt und eine örtliche Schauer. Die Tagesschau meldet sich wieder um 17.15 Uhr.